Okay, guten Abend. Wir sind heute hier, weil es geht darum, dass Freifunk gemeinnützig werden soll. Vor 2 Jahren hat das Bundeslandesministerium überlegt, dass Freifunk gar nicht gemeinnützig ist, weil das nicht aufgelistet ist in einer der speziellen Paragraphen für Gemeinnützigkeit. Und die NRWler, die haben ganz viel gemacht und dann hat der Landtag NRW gesagt, Freifunk soll gemeinnützig werden. Das fanden dann die Leute in Kiel, in Schleswig-Holstein und in Thüringen auch gut. Und dann ging das Ding, ging ein Antrag, ein Gesetz für Freifunk, ein Freifunkgesetz in den Bundesrat. Im März 2017, dieses Jahr, hat der Bundesrat gesagt, er möchte gerne, dass Freifunk gemeinnützig wird. Dass man also in der Abgabenordnung den Paragraphen ersetzt und extra für Freifunk einführt, dass das Betreiben von Telekommunikationsnetzen als gemeinnütziger Zweck anerkannt werden kann. Jetzt ist es leider so, dass der Bundesrat es befürwortet hat und der Bundestag hat es ein paar Monate liegen lassen. Der Bundestag hat es erst im August wieder aufgegriffen und wir vom Freifunk Darmstadt haben dann im August sämtliche Bundestagsfraktionen kontaktiert, die Fachabgeordneten, die Abgeordneten im Finanzausschuss und hatten dann Lobbyarbeit gemacht, um zu gucken, wie können wir das Gesetz am besten durchkriegen. Wir hatten eine Webseite gestartet, das war die Adresse digitales-ehrenamt.jetzt. Das war ein Aufruf bundesweit, dass Leute sich bekennen können zu Freifunk, um die Politiker aufzufordern, das Gesetz zu ändern, damit Freifunk gemeinnützig wird. Leider hat es vor der Wahl nicht mehr funktioniert. Der Bundestag hat das so lange liegen lassen, dass es dann mit der Wahl verfallen ist und es aktuell kein Freifunkgesetz gibt. Das wollen wir gerne wieder ändern. Wir wollen, dass jetzt nach der Wahl im September, wenn wir dann demnächst eine neue Regierung haben, dass die ein Freifunkgesetz verabschiedet. Ein Gesetz, was klärt, dass Freifunkvereine, die ehrenamtlich und ohne Gewinnerzielungsabsicht freie Netzwerke betreiben, dass diese auch als gemeinnützig anerkannt werden können. Dafür haben wir immer noch unsere Webseite digitales-ehrenamt.jetzt und wir haben einen ganzen Haufen Flyer mitgebracht. Und wir würden alle Freifunkgruppen bitten, an der Kampagne teilzunehmen und in ihren Communities, in ihrer Stadt, in ihrem Kreis, in ihrem Land dafür Werbung zu machen, dass Freifunk gemeinnützig werden soll. Ihr könnt dafür Politiker ansprechen, ihr könnt andere NGOs ansprechen, ihr könnt die Vereine, die Freifunk nutzen, ansprechen, Verbände, mit denen ihr zusammengearbeitet habt oder auch euren lokalen Bürgermeister. Wir haben einen kleinen Flyer gebaut, digitales-ehrenamt.jetzt und wir machen dafür Werbung, dass ehrenamtliches Engagement der Freifunkgruppen anerkannt wird. Genau, ja, wir hatten ja... Wir hatten ja mit der Webseite angefangen, digitales Ehrenamt jetzt, um ein bisschen die Aufmerksamkeit, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu erreichen und direkt zu dem Zeitpunkt noch Politiker anzusprechen im Bundestag, weil es ja gerade darum ging, wird die Gemeinnützigkeit von Freifunk, die ja vom Bundesrat beschlossen wurde, jetzt noch in den Gesetzgebungsprozess im Bundestag eingebracht. Das war damals eine relativ knappe Sache, weil eben dadurch, dass es so lange gedauert hat, am Ende nicht mehr viel Zeit übrig war. Das hat dann, wie gesagt, leider nicht mehr geklappt. Jetzt ist quasi der neue Versuch, das eben in die nächste Bundestagsperiode reinzubringen. Da haben wir uns jetzt überlegt, zusätzlich zur Webseite haben wir noch einen Flyer gestaltet, pünktlich zum Kongress fertig, wo wir nochmal die Gründe, warum Freifunk gemeinnützig sein sollte, nochmal leicht verständlich aufgelistet haben und ein bisschen aufgeklärt haben, warum aktuell denn so eine unklare Rechtslage herrscht, wie man damit oder welche Probleme das für die einzelnen Freifunkvereine führt. Wir haben davon eine ganze Menge. Wir haben insgesamt 5000 Stück gedruckt. Das ist jetzt eine Kiste davon. Wir haben noch 2 weitere. Also nehmt gerne viele Flyer mit, die ihr dann verteilen könnt an eure Lokalpolitiker. Sprecht eure
Bundestagsabgeordneten aus eurem Wahlkreis an oder aus den Nachbarwahlkreisen eventuell noch, dass wir da einfach nur eine große Aufmerksamkeit für erreichen und dann dafür sorgen können, dass das jetzt in der kommenden Bundestagsperiode doch was wird mit der Gemeinsamkeit von Freifunk in der Abgeordnetenordnung. Genau. Also wir als Freifunk Darmstadt hatten zusammen mit dem Förderverein Freie Netze gearbeitet und hatten dann sozusagen auch alle Bundestagsabgeordneten angesprochen. Es hat halt sozusagen vor der Wahl nicht geklappt und wir hoffen, dass wir jetzt im neuen Jahr 2018 das Freifunkgesetz endlich durchkriegen. Und ich denke, wenn wir zusammenarbeiten und wenn wir wirklich in allen Kreisen, wo wir aktiv sind, auch Werbung machen, dann schaffen wir das auch. Und deswegen wäre es halt wichtig, dass alle, die es hören, Werbung dafür machen und auch in ihren Freifunkgruppen aktiv Werbung dafür machen, dass man lokal mal auf die Abgeordneten zugeht, auf die lokalen Politiker zugeht und sie auf das Thema anspricht, damit die Freifunkgruppen auch langfristig sich finanzieren können und dass die Freifunkvereine als solche auch die Vorteile haben können, die gemeinnützige Vereine haben. Wir sehen aktuell auch in der Politik, es ist ein ganz heiß aktuelles Thema, diese ganze Digitalisierung, dieser ganze große Themenkomplex. Und gerade da müssen wir eben verständlich machen, dass wir als Freifunk-Community wirklich gute Arbeit leisten. Das muss irgendwie rüberkommen. Wenn man jetzt mal anfängt von der ganzen Medienkompetenzbildung, wie wir helfen irgendwie in der Gesellschaft, dieses Wissen über freie Funknetze, generell über unsere Infrastruktur zu verbreiten, wie wir Leuten klar machen, wie funktioniert unsere Technik, damit sie danach auch souverän handeln können und sie selbst ihre eigene Vorstellungen von dieser Technik haben können, um dann darauf basierend Entscheidungen treffen zu können, wie sie Kommunikation nutzen, wie sie Kommunikation möglicherweise bei einigen Leuten selbst aufbauen, wie man dazu beitragen kann, was da wichtig ist. Wir sehen ja auch über die Freifunk hilft, ist immer ein ganz schönes Argument. Da haben wir schon einiges getan, sowohl in Flüchtlingsunterkünften, aber auch im Bereich der Hilfe von sozial oder wirtschaftlich benachteiligten Menschen. Da ist einiges geschehen. Wir reden immer mal wieder mit irgendwelchen Kommunen, die auf uns zukommen und uns fragen, hey, ihr habt ja Erfahrung im Bereich Netzwerkaufbau, freie WLAN-Hotspots, was könnt ihr uns empfehlen? Können dann eventuell Tipps geben, was bei sowas irgendwie wichtig ist, um das Ganze rund zu machen. Auch natürlich aus dieser freien Infrastrukturperspektive. Wie sollte so ein Netz aufbauen? Wie kann man das nachhaltig gestalten mit den Anwohnern vor Ort? Also viele Kommunen haben so dieses Verständnis von öffentlichen Hotspot, kennt ihr wahrscheinlich alle, habt wahrscheinlich alle schon mal erlebt. Ja, wir kaufen das irgendwo ein und dann ist fertig. Schöner wäre es halt, wenn wir was Nachhaltiges bauen könnten, wo dann auch die Bevölkerung eingebunden ist oder die vielleicht das lokale Gewerbe eingebunden ist, möglicherweise auch, dass jeder die Möglichkeit hat, da mitzumachen. Und diese ganzen Gedanken hinter der freien Infrastruktur, das müssen wir irgendwie hinkriegen, das zu schaffen, das zu transportieren, auch in die Politik rein, um Verständnis dafür, was teilweise schon da ist, aber teilweise noch irgendwie viele Fragen sind, die wir beantworten können, um das einfach klar zu machen, warum denn Freifunk da eine gute Sache ist und warum unsere Arbeit, die wir bisher geleistet haben, wichtig ist und warum uns das teilweise auch tatsächlich behindert, dass wir eben nicht gemeinnützig sind. Also es gibt irgendwie Vereine, die dann Probleme dadurch haben, dass sie zwar die Gemeinnützigkeit anerkannt bekommen haben, irgendwann mal, als es noch einfacher war, jetzt eben nicht genau wissen, wie sie weiterverfahren sollen, weil ihnen dann eventuell droht, die Gemeinnützigkeit aberkannt zu werden oder auf der anderen Seite neue Freifunkvereine, die überhaupt nicht die Möglichkeit haben, gemeinnützig zu werden und dann natürlich gerade für den Staat, weil man irgendwie ja, an manchen Stellen doch wieder Geld braucht, ist es natürlich viel einfacher mit Spenden einzusammeln, wenn man dann ein gemeinnütziger Verein ist. Genau. Freifunkgruppen sind ja auch sozusagen, betreiben selbstlos ein Netz. Sie unterrichten Leute darin, wie Netzwerke funktionieren, wie das Internet funktioniert, wie digitale Dinge funktionieren. Und der Bildungsaspekt bei Freifunk ist auch immer der wichtigste an der Stelle. Also Freifunk ist ein Bildungsprojekt. Menschen lernen damit, Menschen beschäftigen sich mit Technik und tüfteln und basteln an digitaler Infrastruktur. Von daher ist das sozusagen einer der Hauptpunkte, warum wir sagen, Freifunk muss gemeinnützig werden. Wir haben viele Vereine, die verschiedene Erfahrungen gemacht haben. Zum Teil haben verschiedene Vereine mit identischen Satzungen verschiedene Ergebnisse bekommen.
Und da brauchen wir halt ein bundesweites Gesetz, was klarstellt, dass Freifunker als gemeinnützige Gruppen anerkannt werden. Wir haben mit dem Flyer eigentlich sozusagen den Auftakt für die Kampagne und würden alle Freifunkgruppen bitten, mitzumachen. Wir als Freifunk Darmstadt stehen dahinter und auch der Freie Förderverein hat sich da sozusagen positioniert und hat gesagt, okay, wir wollen auch mitmachen. Und wir haben da sozusagen verschiedene Kanäle, wir haben das Slack und planen da sozusagen unsere Kampagne. Und wer Lust hat mitzumachen, kann uns einfach anschreiben und wir freuen uns über jeden Unterstützer. Und wenn Fragen da sind, also wie das aussieht mit Gemeinnützigkeit oder was man da machen kann oder was funktioniert, kommt auf uns zu, wir helfen gerne und wir brauchen eure Hilfe, damit wir am Ende allen Freifunkern helfen können. Ganz kurz, was ihr konkret machen wollt. Also A, klar, natürlich, wenn ihr langfristig mithelfen wollt, kommt auf uns zu. Dann können wir ein bisschen diskutieren, was Sinn macht, gerade bei euch in der Region irgendwie. Politiker ansprechen ist halt irgendwie ganz, ganz wichtig, da Awareness schaffen beispielsweise. Oder auch ganz konkret, was super einfach ist, wo man auch einfach viele Leute ein bisschen von überzeugen kann, ist einfach, auf dem Flyer steht es auch nochmal drauf. Auf unserer Webseite haben wir einen Aufruf, den man sehr gerne unterstützen kann. Den kann man einfach unterzeichnen, alles online natürlich. Ihr habt es vielleicht auch schon gesehen, auf den Infobeamern, die hier hängen, haben wir ein bisschen Werbung gemacht, um einfach eine breite Masse an Menschen zu bekommen, um zu zeigen, das ist wichtig. Also klar, so Online-Kampagnen ist immer so, macht einen Klick und fertig. Hat dann am Ende erstmal auf den ersten Blick nichts erreicht. Das Wichtige an sowas ist halt immer, dass man dadurch zeigt, dass eben viele Leute ein Interesse daran haben. Dadurch wird es eben einfacher zu argumentieren, auch gegenüber der Politik, warum wir als große Freifunk-Community das wichtig finden. Das ist immer sehr hilfreich, wenn man zeigen kann, man hat eine breite Masse an Menschen hinter sich aus verschiedenen Spektren, von den Technikern bis zu den Leuten, die irgendwie im sozialen Bereich aktiv sind und von Leuten, die irgendwie sich Gedanken über Infrastruktur machen, wie sowas in Zukunft aussehen kann. Also eine breite Masse an Menschen ist da ganz wichtig. Okay. Gibt es Fragen im Publikum in der Runde oder so? Wir haben ein Mikrofon, können wir rumgehen. Vielen Dank für eure Arbeit. Ich habe eine Frage zum politischen Prozess. Wie verläuft denn das genau? Muss es im Bundesrat auch nochmal irgendwas gemacht werden oder muss es nur noch im Bundestag? Nee, andersrum. Im Tag ist es, Es braucht nur noch durch den Bundestag. Der Bundestag kann es halt sozusagen alleine entscheiden. Und der Bundesrat hat abgestimmt, weil er sozusagen den Bund gebeten hat, sowas zu machen. Also jetzt ist das Ziel, dass der Bundestag ein Gesetz verabschiedet. Und das Schöne ist, das ist ja schon formuliert worden. Das Land NRW hat einen Vorschlag gemacht, wie das aussehen kann. Und das könnte man einfach übernehmen. Und an der Formulierung gibt es nichts mehr auszusetzen. Also die steht und wird auch nicht mehr geändert oder können da nochmal Probleme entstehen? Wenn der Bundestag eine Anhörung macht, dann wird er ja sicherlich auch noch verschiedene Experten einladen, die dann vielleicht auch nochmal Anmerkungen haben zu der genauen Formulierung. Aber grundsätzlich finde ich die in Ordnung. Wenn es da jetzt noch irgendeinen Steuerexperten gibt, der da noch ein Wort findet, was man umstellen muss, ist jetzt auch nicht das Problem. Aber die Grundintention ist, glaube ich, klar, dass wir wollen, dass Freifunk gemeinnützig wird. Von daher können wir einfach für das Gesetz pushen und die Politiker werden ja dann sicherlich eine Formulierung finden, die dann unserem Wunsch entspricht. Hoffe ich jetzt mal. Genau, also das Schöne bei dem aktuellen Entwurf für die Änderung der Abgabenordnung ist eben, dass eben viel Wert darauf gelegt wurde, diese Netze gemeinschaftlich zu nutzen. Also das ist eben das, was wir auch bei Freifunk immer hochhalten, den freien Zugang zu unseren Netzen und die freie Nutzung der Infrastruktur, die wir bauen, dass eben auf jeden Fall ausgeschlossen ist, dass irgendjemand hingeht und dann quasi die Infrastruktur, die eben aufgebaut wird, irgendwie verkauft und das dann als gemeinnützig darstellt. Insofern, der Entwurf ist schon ganz in Ordnung. Damit kann man definitiv arbeiten, ja. Noch einer? Gibt es denn schon eine Idee, in welchem Zeitrahmen sich das nach der Regierungsbildung etwa abspielen wird, dass es da zu einer Abstimmung kommt? Oder wird es wieder darauf hinauslaufen, dass es vermutlich ewig liegt? Das ist jetzt der Punkt, wo man anfängt zu spekulieren. Natürlich ist Freifunk als Projekt und als Community
jetzt nicht so die größte in der Republik. Von daher ist unser Anliegen nicht das, was sozusagen in der ersten Woche nach Regierungsbildung passieren wird wahrscheinlich. Aber ich denke, dass wenn wir sozusagen dranbleiben und wenn wir auch sozusagen von den Kommunen die Unterstützung der Parteien sammeln, dass wir dann auch zeitnah, ich hoffe auch noch im Jahr 2018, das Ding durchkriegen. Ob es dann irgendwie vor der Sommerpause oder nach der Sommerpause ist, ist mir ziemlich egal. Aber es wird wahrscheinlich halt nicht in der ersten Woche passieren, sondern halt im Laufe der ersten Legislaturperiode. Ja, also ich denke, das Thema wird auch nochmal in den Koalitionsverhandlungen angesprochen werden. Also mir ist schon von einer Seite zugesagt worden, das mal einzubringen. Deswegen ist es vielleicht auch nicht schlecht, sofort auf die Politiker zuzugehen, weil mein Eindruck war, in der letzten Periode haben die sich an diesem Koalitionsvertrag abgearbeitet quasi und neue Projekte hatten wenig Raum. Das fand ich, war glaube ich in der letzten Legislatur unser Problem. Und ja, also ich würde sagen, einfach sofort loslegen und die Politiker ansprechen, weil das, die nehmen das wahr und die reagieren darauf. Ja genau, also der Lars Klingbeil von der SPD hat sich im letzten Herbst oder auch im August wohl auch dafür eingesetzt, konnte sich aber damals innerhalb der Fraktion und auch gegenüber der CDU nicht durchsetzen. Natürlich brauchen wir jetzt vor allen Dingen auch sozusagen Arbeit an der CDU, dass dort sozusagen von der kommunalen Basis auch CDU-Bürgermeister ihren Abgeordneten sagen, dass das eine gute Idee wäre, Freifunk zu unterstützen. Genau, wir haben und genau das können halt Freifunk-Communities in Deutschland machen. Ja, wir haben ja deutschlandweit eine ganze Menge von Städten und Kommunen, die da schon aktiv sind, die schon selbst teilweise Freifunkprojekte von sich aus fördern oder sogar eigene Freifunkknoten betreiben. Und gerade da ist es eben ganz, ganz wichtig und ganz schön, dass wir diese Beispiele ein bisschen in den Vordergrund pushen und zeigen, hier, das kann super funktionieren und wir haben auch Unterstützung aus einer breiten Basis, also quasi aus allen Parteien schon mal was gehört, dass sie das prinzipiell gut finden. Die Sache ist halt, wir müssen es halt so weit schaffen, dass quasi die Parteien irgendwie geschlossen dahinter stehen oder innerhalb von Parteien Diskussionen angeregt werden und dann, wenn es dann im Bundestag ist, wenn der Gesetzentwurf dann behandelt wird, gerade dann nochmal loszustarten und nochmal viel Werbung dafür zu machen. Okay, dann vielen Dank und noch einen schönen Abend. Oder? Ja. Ja, dann ja. Doch. Ist denn Freifunk für die meisten Politiker hinreichend definiert? Ich habe aber als Kritik gehört, dass das irgendwie nicht hinreichend genau umrissen wäre, dass da nicht plötzlich andere Organisationen unter irgendwie einem Freifunksegel die Gemeinnützigkeit bekommen könnten, die vielleicht nicht das sind, was wir als Freifunk verstehen, dass das eventuell nicht passt. Im Gesetz selbst ist ja jetzt nicht von Freifunk die Rede, sondern da geht es ja dann darum, dass der selbstlose Betrieb von Telekommunikationsnetzwerken, die dann der Gesellschaft frei zur Verfügung stehen, dass das gemeinnützig ist. Das muss dann nicht Freifunk sein, das können auch andere sein, aber es ist wichtig, dass die Netze offen sind, dass sie frei sind und dass sie selbstlos betrieben werden. Also da ist sozusagen die Formulierung an Freifunk nicht zu kritisieren, finde ich. Genau, das waren ja im Vorhinein irgendwie Bedenken, dass man das schwierig formulieren kann, dass es eben dann, dass dann irgendwie andere Firmen oder so hingehen, die irgendwie kommerzielle Hotspot-Lösungen bauen und dann versuchen auch gemeinnützig zu werden. Aber ich denke, das ist ganz gut gelungen mit dem aktuellen Gesetzentwurf, der im Bundesrat behandelt wurde, dass es so formuliert wurde, dass es eben A, die ehrenamtlich tätigen Netze baut, die eben diese gewissen Grundwerte haben mit der freien Infrastruktur, wie wir es eben haben, und auf der anderen Seite nicht dazu führt, dass automatisch irgendwie oder das komplette Mobilfunknetz in Deutschland gemeinnützig wird, was ja irgendwie auch nicht Ziel des Ganzen sein kann. Okay, dann ja. Vielen Dank. Dann vielen Dank. Dankeschön.